coole Sau. Fabian Karl aus Baris Ferraris heute bei Nico. Das ist aber ganz schön 90er, oder? Ja, aber irgendwie ist es geil. Ich meine, wir haben auch beide Sonnenbrille auf. Das passt. Ja, los. Komm, wir legen los. Ach, ja. Fabian Karl, bekannt aus Baris Ferraris. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Du hast ja aufgrund deiner Tätigkeit beim Fernsehen eine gewisse Bekanntheit erreicht. Und dir geht sogar so weit, dass es über dich einen Wikipedia-Eintrag gibt. Habe ich schon gesehen. Das war mir auch neu. Das habe ich entdeckt, als ich mit meinen Eltern mal ins Internet geschaut habe. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie gut du da mitgelesen hast. Denn ich habe deinen Wikipedia-Eintrag ein bisschen umformuliert zu einem Quiz. Okay, ich glaube, der Original-Wikipedia-Eintrag ist sogar falsch. Ja, mal schauen wir mal. Ne? Fabian Karl, geboren. Oh, das wird schwer. 3.10.1991. Wikipedia sagt was anderes. Ist ein deutscher. Ja, das war nämlich der Fehler. Ist ein deutscher Kunst- und Schlagerstar. Nein, Antiquitätenhändler. Aus Leipzig. Er wuchs auf in Oberaprock. Sein Vater ist ebenfalls Kunst- und Antiquitätenhändler. Im Jahre 2000 bezog die Familie Karl das Schloss Brandenstein in Thüringen. Nach Fabians Realschulabschluss. Habe ich den? Nee. Ich weiß auch nicht. Habe ich geschlafen wahrscheinlich. Auf jeden Fall hast du dann was abgebrochen. Ja, was danach habe ich mein Fachabitur angefangen in Gestaltung und Design und das erfolgreich abgebrochen. Und seitdem bin ich Kunst- und Antiquitätenhändler. Warum eigentlich überhaupt Antiquitäten? Ich meine, normalerweise würde man sagen, klar, es gibt so viele Möglichkeiten, man kann echt alles auf der Welt machen. Und du hast gesagt, jetzt habe ich es. Antiquitäten? Ja, ich glaube, das kommt durch meinen Vater. Mein Vater ist seit 35 Jahren Antikhändler. Da bin ich mit reingewachsen, bin damit aufgewachsen und habe das von klein auf eigentlich aufgesogen, dieses ganze Thema. Er wurde aktiv als Antiquitätenhändler auf Messen und Trödelmärkten. Bei solchen wurde er vom ZDF für Baris Ferraris gecastet. Wie war das damals? Das war eigentlich ganz unverhofft. Also ein Freund von uns hatte schon mal angemerkt, also damals habe ich viel mit meinem Vater zusammen gemacht, deswegen sage ich immer uns. Der hat uns mal gesagt, dass auf dem Leipziger Trödelmarkt wahrscheinlich für ein Sendungsformat des ZDF gedreht wird. Und das habe ich aber gar nicht ernst genommen und habe mir da auch überhaupt nichts bei gedacht. Und dann waren wir eben wirklich auf dem Trödelmarkt und da kam die Kamera auf mich zu mit einem kleinen Team und meinte, hey, du siehst ja völlig anders aus als das, was man hier so eigentlich als Antiquitätenhändler zu treffen vermag. Und dann wurde ich erfolgreich angenommen. Der große Nachteil bei Wikipedia ist ja, dass jeder was reinschreiben kann. Ne? Ja. Ich könnte dir auch reinschreiben, du bist der dritte Drillingsbruder von Tokyo Hotel. Ja, könntest du. Sie sind auch nicht von so weit her. Nee, aus Magdeburg. Mal gesehen? Nein. Nie auf dem Konzert gewesen? Nein. Sicher? Sicher. Okay, wir nehmen den letzten Satz aus dem Wikipedia-Eintrag. Der lautet, mit seinen schrillen Outfits, Frisuren und Piercings gilt er in der Welt der Antiquitätenhändler als Paradiesvogel? Ja. Ja, dieses Wort habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Wie ist das für dich, als Paradiesvogel zu gelten? Das ist merkwürdig, weil in der Szene, wo ich mich sehr viel aufhalte, bin ich überhaupt kein Paradiesvogel. Welche Szene? Die Möchtest du es unbedingt hören? Ja. Die Gothic-Szene in Leipzig zum Beispiel. Wobei ich jetzt nicht der eingefleischte Gothic-Fan bin, aber auf jeden Fall wird man dann aber von der normalen Welt, sage ich mal, als Paradiesvogel bezeichnet. Und das ist eigentlich ziemlich witzig. Dein Style, der wird ja besonders auch im Internet viel diskutiert und bei den Leuten, die halt Baris Ferraris gucken. Ja. Und du hast deinen Koffer mitgebracht und da werfen wir jetzt mal einen Blick rein. Tada! 2 Millionen ja. Paar Schuhe. Oha! Ja. Zu welchen Anlässen trägst du das? Wenn ich in den Club gehe zum Beispiel und es darf nicht zu warm, aber nicht zu kalt werden. Es hält sich an den Nippeln fest. Das ist nicht von deinem Vater? Das ist von meinem Vater, genau. Nein, aus dem Secondhand. Ich bin ein begeisterter cool. Secondhand-Freak. Metallic-Optik. Ja. Ist denn hier eins deiner Lieblingsstücke dabei? Ich glaube, ich hab's. Hier ist mein Lieblingsstück für dich. Ne? Ja, und du hast gesagt, du hast bei einem Outfit hast du direkt daran gedacht, das könnte ich ja anziehen. Ja. Welches denn? Naja, das Netzteil. Nee. Nein, wir machen es ja einfach. Also das hier. Ja. Ja. Hose. Kannst du die hier anziehen? Und irgendein Gürtel, der dir gefällt. Okay, gut. Wir schauen mal, ob ich das im Laufe der Sendung noch mache. Ja, das ging ja ziemlich schnell. Und ich muss sagen, ja,
steht dir eigentlich ganz gut. Du kannst sowas tragen. Das ist lieb von dir. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ja. Die Schuhe sind Gott sei Dank die gleichen. Fabian. Die würde ich jetzt ändern. Die Schuhe sind nicht meins. Ne? Da rede ich dir nicht rein. Das ist lieb von dir. Sag mal, eine Frage noch zu Baris Ferraris. Du wirst ja sicherlich sehr oft darauf angesprochen, weil es ja auch ein sehr beliebtes Format ist. Ja, die Quoten schießen im Nachmittagsbereich immer weiter in die Höhe. Zum Glück. Absolutes Erfolgsformat. Aber welche drei Fragen kannst du im Zusammenhang mit Baris Ferraris nicht mehr hören? Ist das alles echt? Ist es? Ist es. Kann ich wirklich bestätigen. Ist das live? Viele Leute denken, es ist live und können dann anrufen und die Leute wollen es direkt kaufen. Das geht natürlich nicht. Ja, aber da kann man mit Geld machen. Ja, hab ich auch schon gesagt. Mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht was, ja. Und die dritte Frage? Die dritte Frage ist, ob wir jeden Tag drehen, also ob ich jeden Tag am Set bin. So ist es natürlich auch nicht. Ich muss natürlich noch irgendwie anders mein Geld verdienen. Genau, denn du bist ja auch im echten Leben unterwegs. Ja, ich wäre auch Händler, wenn ich nicht Baris Ferraris machen würde. Das ist gut, denn ich habe ein bisschen was mitgebracht und das schauen wir jetzt mal an, was das vielleicht bringen würde. Ah, Schätze. Genau, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wenn dir irgendwas auf Anhieb gut gefällt, kannst du es auch kaufen. Ja. Hier zum Beispiel, guck mal, Weihnachtsdeko, was hast du jetzt? Ja, also das sind natürlich alles schöne Sachen aus dem 16. Jahrhundert. Sehr wertvoll. Hast du wirklich gut gemacht. Hast du das geerbt bekommen? Die waren nicht leicht zu finden, das ist auf jeden Fall mal sicher. Ja, das glaube ich. Ich hoffe es. Was kann ich dafür kriegen? Ich meine, es ist bildhübsch, es ist niedlich. Es liegt normalerweise irgendwie auf so einer so Schrank oder so. Ja, da kannst du schon 10 Cent dran schreiben, wenn du das möchtest. So, dann haben wir hier natürlich einen Klassiker. Ja. Minions. Ja. Cool. Drück mal, der hat ein paar Funktionen. Hier. Also er guckt wie du manchmal. Ja. Wenn man hier drauf drückt. Ja. Yeah. Cool. Steck mal den Finger Minions in den Mund. Also bei ihm. Warum? Nochmal. Ah, da. Geil. Ja, und es kann halt. Das ist das Coolste. Also, wie viel kann ich dafür erhoffen? Naja, 5 Euro. Was sagst du? So, guck mal weiter. Guck mal hier, auch ein ganz tolles Schmuckstück. Ja. Aus der ersten Big Brother Staffel. Ist nichts für mich. Sicher? Ja. Gibt es da keine Kundschaft für? Nee, vielleicht gibt es ja sowas mal von Baris Ferraris. Ja, das klingt immer was Schönes. Ja. Hier haben wir eine Tetris-Lampe. Tetris, ja, das ist ziemlich cool. Die kann man übereinander, also unten der blaue hat den Anschluss, wie du hier siehst. Ja. Und da, wenn man dann Strom macht, dann leuchtet nur der untere. Wenn du einen draufpackst, leuchten dann alle. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das passt auch in einen modernen Wohnraum. Kann ich mir noch überlegen. Wäre vielleicht auch was für mich. Gut, jetzt werden wir wirklich mal etwas klassischer. Ja, sehr schön. Also? Keine Ahnung. Mit guten Sachen kenne ich mich tatsächlich aus, aber mit aber es ist Mickey. Ja, ich bin überhaupt kein Mickey-Maus-Fan. Das tut mir echt leid. Keine Ahnung, 10 Euro. 20 Euro. Verkauft. 20 Euro für den Herrn mit dem Hut. So, dann haben wir hier... Fremdwörterbuch, ja, das kann ich bei dir gut gebrauchen. Das ist wirklich alt. Was würde sowas bringen heutzutage? Ein Fremdwörterbuch von, weiß ich nicht. Mülltonne auf. Das Mülltonne zu. Schade. Hier mal was aus der Moderne. Crow. Genau. Cool. Ist das deine Maske? Ich denke nicht. Nein, die Maske gab es ja. Irgendwann gab es die ja mal überall. Und ich habe die mal zu Halloween getragen. Ich würde ja sagen, nimm doch mal kurz deinen Hut ab und setz die Maske auf. Aber wir wissen ja alle, dass deine Haare an deinem Hut dran sind. Richtig, ich habe hier so einen Kranz. Das ist ja dann einfach schwierig. Nein. Ich kann dir sagen, was ich dafür bezahlt habe. Also wenn du sie aufsetzt, ist sie unbezahlbar. Wo ist denn das Ding? Du musst ihn hingucken. Da, ne? Ja, da okay. Musst du hingucken. Da ist das Team. Jawohl. Die sind auch gut drauf. Du kennst dich ja aus. Wo befinden wir uns? Wir sind im Panometer in Leipzig. Beziehungsweise dem zweiten Gebäude, das, glaube ich, im Krieg ziemlich stark beschädigt wurde. Das erste ist da drüben? Ja, genau. Da ist auch gerade eine interessante Ausstellung. Die haben Wechselausstellungen. Ja, und das ist eigentlich eine schöne Location. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du so einen guten Geschmack hast. Ich kenne deine Outfits, ich kann das Kompliment leider nicht zurückgeben. Das stimmt, Mist. Wollen wir uns mal hinlegen? Das wollte ich schon mal probieren. Interview von oben. Ja, komm. Von mir aus. Das sind ja deine Klamotten, das ist ein großes Glück für mich. Ah, guck dir das an. Wie wurdest du eigentlich der du bist? Also im Nachgang überlegen ja immer viele. Da gab es so bestimmte Wendepunkte in meinem Leben. Gab es die bei dir oder warst du eigentlich tatsächlich schon immer so, bis sie die passende Mode für dich hatten? Ich wusste eigentlich schon immer genau, wo es für mich hingeht. Das heißt, du wusstest vorher schon, ich breche die Schule ab und werde Händler? Nee, das nicht. Also da habe ich eine kleine Selbstfindungsphase gebraucht, aber ich wusste, dass es auf jeden Fall in Richtung Kunst geht. Der Beruf des Antiquitätenhändlers gilt ja auch als Künstler. Ist das wahr? Ja. Du kannst auch keinen Abschluss machen oder sowas. Das ist einfach ein freischaffender Künstler. Sehr gut. Ja. Ich wäre total durchgefallen, glaube ich. Ja, krass. Und von meinem Style her muss ich sagen,
war eigentlich auch alles von vornherein klar. Ich habe übrigens dich bei der Bildersuche bei Google mal eingegeben. Und ja. Ich glaube, da ist ein Bild von dir aus deiner... Mit einem gelben, ich glaube, gelb gestreiften Hemd. Und langen braunen Haaren. Ja, genau. Ja, da war ich, glaube ich, 16. Guckst du Fernsehen? Ich gucke selten Fernsehen. Und wenn du guckst? Viele Dokus. Worüber? Ach, über alles Mögliche. Ich bilde mich sehr gerne weiter. Wobei ich auch viel lese. Nicht, ne? Man merkt es nicht. Man merkt es nicht. Ne? Ich kann das gut verdecken. Ja. Ich möchte dich nicht blöd dastehen lassen. Es tut mir leid. Zu spät. Ja, also guckst Dokus? Ja. Mal Berlin Tag und Nacht? Nein. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Gar nicht. Auch kein Frauentausch. Da gibt es auch gar nicht so viele Interviews, ne? Weil mich keiner fragt. Und beim zweiten, dritten liegst du schon auf dem Boden und guckst in die Sonne. Richtig. Das ist aber auch echt schön. Es ist wirklich schön. Also ich mag das Interview auch mit dir sehr gerne. Das ist... Echt? Ja, sehr schön. Es lohnt sich immer, Leuten 100 Euro zuzustecken. Ich wäre jetzt übrigens dafür, dass der Kameramann sich auch mal hinlegt, dass man mal die Aussicht genießen kann. Tonangel weg. Mhm. Und den Sucher auch. Ja, nett. Also der Kameramann findet es nett. Gesundheit. Danke. Ist er allergisch? Ja. In schwarzen Klamotten in die Sonne legen. Völlig, völlig kaputt. Dann sind wir fast am Ende. Gibt es denn ein Thema, über das du schon immer mal sprechen wolltest, aber bisher noch keine Gelegenheit dazu hattest? Ja, zum Beispiel bin ich jemand, der vegan lebt. Das werde ich gerne mal los. Ist das so? Das ist auch das erste Mal, dass ich das sage, ja. Ist ja nichts Schlimmes. Nein, auf jeden Fall nicht. Ist eigentlich das Beste fast, was man machen kann, ne? Wie für mich schon. Also ich möchte es niemandem aufzwängen, aber ich bin begeisterter Vegan-Fan. Wie kam das? Ja, das kam eigentlich durch meine Eltern vor allem. Also mein Vater war der Erste in unserer Familie, der vegetarisch gelebt hat und dann im Anschluss auch vegan. Und ein paar Jahre später haben wir das dann für uns alle entschieden, sage ich mal. Ich mache es nicht, weil ich denke, dass es vielleicht meinem Körper schadet, aber ich mache es aus ethischen Gründen. Und ich denke, man kann viel Leid auf dieser Welt vermeiden, wenn man schon mal nicht den Tieren das antut, was wir machen. Also das ist wirklich nicht mehr feierlich. Wenn man sich da so ein paar Informationen holt, finde ich es nicht mehr vertretbar. Deine Freunde wissen das sicherlich, also wirst du wahrscheinlich zu Grillpartys nicht mehr so gern eingeladen? Oder wissen Doch. Alle, ey cool, Fabian bringt Salat mit? Ja, Salat ist ja heutzutage nicht mehr so schlimm. Also man ist ja jetzt nicht als Veganer gebunden an Salat. Das war vielleicht zu DDR-Zeiten so. Aber heutzutage gibt es ja ganz, ganz viele Alternativen und auch richtig wohlschmeckende. Und man hat sich auch in den Supermärkten hat man sich auch drauf eingestellt. Genau, ne? Ja, es gibt einfach einen riesen Absatzmarkt und meiner Meinung nach ist Fleisch nicht die Zukunft. Und wenn sie es ist, sieht die Zukunft wahrscheinlich blöd aus. Das sind wunderbare Schlussworte gewesen. Bevor ich mich gleich von dir verabschiede, hast du jetzt noch eine Kategorie nur für dich, die heißt die Wahrheit. Dort kannst du grüßen, wenn du willst. Du kannst sagen, was du willst. Ja. Vielleicht gibt es ja noch ein Thema neben dem Veganer-Dasein. Na, das schlechte Interview hier. Das besprechen wir gleich. Weißt du, was ich in der Zeit mache? Ich ziehe mich mal um. Bis gleich. Okay. Ja, ciao. Ja, das Interview fand ich heute sehr, sehr schön, sehr entspannt. Gut, mit Nico muss man umgehen können. Ist ein total netter Typ. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das mal zu machen. Und ich habe jetzt noch die Möglichkeit, Leute zu grüßen, was auch sehr schön ist. Da grüße ich natürlich meine Eltern ganz lieb, die ganze Gruppe von Bares für Rares und meine Omi und meine Opis und so weiter. Alle grüße ich. Fabian. Allerletzte Frage. Ja. Wirst du dem Fernsehen erhalten bleiben oder Bares für Rares ist sowas, wo du sagst, ach, das reicht jetzt eigentlich langsam? Ich werde dem Fernsehen hoffentlich erhalten bleiben. Also ich werde das Format nicht für andere Formate verlassen, aber ich hoffe, dass ich das Format noch weiterhin machen kann oder vielleicht sogar irgendwas Neues. Mal gucken, was sich entwickelt. Ich finde, dass du eine unglaublich gute Energie im Fernsehen rüberbringst. Das ist ziemlich abgefahren, dass man so jung wie du schon sich mit Antiquitäten so irre auskennt. Und es ist ja auch keine leichte Aufgabe. Du hast ja wirklich Profis um dich herum, die schon mehr als 10, 15, 20, 30 Jahre dabei sind. Ja, das ist auch eine gute Bestätigung für mich, dass ich wirklich das, was ich mache, dass das das Richtige für mich ist. Genau. Und ich wünsche mir, dass du dabei bleibst. Vielen Dank, dass du bei mir warst. Wünsche ich mir auch. Bin sehr gefreut. Und du kannst mir jetzt noch ein bisschen live zu zeigen. Du das. Mach mal. Komm mit.